Hallo und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Heutige Folge machen wir hier an der Geschichte von Kenji weiter, Natto und der Sake-Händler. So, ich bin schon bis kurz vor dem hier schon mal hingelaufen. Und jetzt werden wir mal Fürst mit dem Sakai! sprechen. Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen. Viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Oder auch nicht, ne? Möglicherweise kommt ja was Gutes dabei heraus. Vielleicht jetzt auch ich eine Falle. Freue euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Ja, dann folgen wir dem mal, ne? Natur und der Sake-Händler. Wie habt ihr dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer? Ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Na dann. Gucken wir uns mal um hier. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Gut. Kleidung, Leder, Seide, Holz. Damit könnten wir vielen Menschen helfen. Ich hab doch gesagt, ist eine gute Kenji, Idee. Kenji, hier drüben sind Essen und Medizin. Liegt da noch was? Ah, das haben wir schon voll. Was haben wir hier noch? Ein Sake-Fass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sake verkauft? Hm? Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Das wird aber nicht schon gezeigt hier. Vorräte. Oh. Die Pfeile nehmen wir mal mit. Können wir gebrauchen. Irgendetwas von Wert hier? Edle Metalle, seltenes Holz, ein schöner Teppich. Wie wäre es... Oh. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen. Hört ihr? Sie kommen oh zurück! Nein. Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut! Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Wir haben, glaube ich, auch noch nicht alles eingesammelt gehabt. Oh, die sind überall. Oh. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da ein bisschen rauskommen. Ist ein Bär. Wenn ich den loslasse, dann greift er mich wahrscheinlich an, ne?
Könntest du es mal probieren? Dann greif ihn mal an. Hinten! Die Mongolen haben uns beklaut! Tötet sie! Strohhüte! Verstecken! Ihr glaubt, ihr könnt uns bestehen? Ernst jetzt? Das ist unser Tackerpass! Alle von mir. Warte mal. Was war doch das, was er noch? Hört den Berg, der Mund bei Starsla. Ja, go. Die habe ich gesehen. Sind mir ein paar zu viele hier. Bogenschützen müssen da weg. Komm, drei Stück. Das geht ja noch. Wenn es nur die drei sind, dann geht's ja jetzt noch. Okay. Oh. Da lebt ja noch einer. Ja.
kam das bloß, ne? Kenji! Kenjis Freund! Ihr könnt rauskommen! Es ist sicher! Hier drüben! Erstmal kurz gucken, ob ich noch was looten kann. Danke. So, dann hatten wir hier. Halt, hier war noch was. Ja. Gut. Wo sind die anderen Feinde? Die sind schon weg oder was? Jo, sieht so aus. Blöd. Dann lass mich noch mal kurz gucken. Oh, das nehmen wir mit, danke. So, hier waren wir ja drinnen. Hier gab es glaube ich noch was. Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Ah ja. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sake-Fass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai. Wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Dann ist er gut. So, wir haben Kenjis Geschichte 2 von 3 erledigt. Offensivteil ist von haben wir, glaube ich, auch schon ein paar, ne? Von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte. Die sind ja jetzt noch hier, aber jetzt gucken wir gerade mal. Das ist Norio. Das ist Ishikawa. Das ist die Masako. Von der gibt es auch noch ein paar. Okay. Was haben wir hier noch? Das ist eine Nebenquest, die mache ich offline. Jetzt muss ich nur gerade gucken, wo geht's denn bei dem jetzt weiter? Kenji. Sieht man auch nichts. Kommt bestimmt weiter oben im Norden noch. Gut, dann hätten wir das erledigt. Wir können ja mal kurz hier herreisen. Kurz hier unser Geschenk abholen. Natürlich noch ab, dann gucken wir gerade mal, was wir noch machen können. Okay, neue Maske. Wir haben jetzt das. Ah, nehmen wir das mal. Gut. Was? Oh, falscher Knopf. Was können wir hier jetzt noch machen? Fallensteller und Rüstungsschmied. Rüstungsschmied brauchen wir jetzt nicht. Wir können ja mal zum Fallensteller gucken, was der noch hat. Ob der was Besonderes noch hat, was wir gebrauchen können. Weil wenn wir nur das erweitern können, was ich eigentlich so gut wie nie benutze, dann halt. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Was möchtet ihr verbessern? Nee, das kann man nicht. Das, was wir anhaben, das haben wir schon komplett verbessert. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren das nochmal? Da
Unten ist es nicht. Das ist es nicht. Wo war denn der nochmal? War da hinten irgendwo? Ne. Da ist nur der Händler. Darf ich euch helfen, mein Herr? Mit dem holen wir es erstmal. Ach! Zu dir wollte ich noch hin. Nur mal kurz gucken, was du hast für mich. Etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Windglocke benutze ich nicht. Die Haftbombe eigentlich auch nicht. Das ist alles, womit ich zurzeit dienen kann. Wir gucken gerade mal. Das haben wir voll. Das haben wir voll. Das war mal voll. Das war mal voll. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ja, brauch. Ne, brauchen wir eigentlich erstmal nichts. So, was machen wir als nächstes? Die Geschichte geht länger. Und die muss ich dann durchführen, da muss ich nur gucken, wo. Also ich werde erstmal die Karte soweit aufdecken. Also das lassen wir erstmal noch liegen. Die Nebenquest, die mache ich offline. Und ich muss mal gucken, hier sind ja, habe ich ja noch zwei gefunden. Das ist direkt ein Duell. Vielleicht mache ich dann eine extra Folge. Und da oben ist auch noch einer. Ich bin mal gespannt, was ich von denen krieg. Wo ich hier in die Richtung gelaufen bin, ging es nicht weiter, weil die zu stark sind. Da muss ich irgendwie in der Hauptgeschichte vorankommen. Ja gut, dann würde ich sagen, ja, machen wir hier als nächstes die Hauptmission weiter, ne? Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.